Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian Out Plays, der mit dem Hut, und heute beantworte ich euch eine cool Frage, und zwar zu dem Programm Tux Guitar. Und zwar, der Maximilian hat mich gefragt. Hi Christian, ich habe mal eine Frage. Kennst du das Programm Tux Guitar? Ich möchte gerne ein Lied schreiben, beziehungsweise ein paar Metallica-Lieder, da ich nun mal ein sehr großer Metallica-Fan bin, zusammenfassen und diese dann lernen. Falls du dieses Programm auch besitzt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mal ein kleines Tutorial darüber machen könntest. Okay, Tutorial weiß ich jetzt nicht, muss ich mal gucken, ist jetzt eigentlich nicht geplant, finde ich aber eigentlich auch mal nicht schlecht, aber ich arbeite eigentlich nicht mit Tux Guitar, ich arbeite eigentlich mit Guitar Pro. Man kann aber Tux Guitar als kleine Open Source abgespeckte Version von Guitar Pro bezeichnen. Ja, ich arbeite aber auch immer noch mit Guitar Pro 5, ich habe auch 6, aber was soll ich sagen zu 6? 6 ist einfach blöd. Um es auf eine humane Weise auszudrücken. Nein, ich mache nur wirklich 5. Ich habe jahrelang mit 5 gearbeitet und 6 ist einfach ein bisschen blöd. Und jetzt bei Tux Guitar ist eigentlich eher so wie Guitar Pro 5. Es ist quasi eine kostenlose Version. Es ist ein Noten- und Tablaturprogramm, wo ihr entweder eigene Lieder halt per Noten und Tablatur reinschreiben könnt oder ihr könnt da Dateien reinladen. Tux Guitar ist auch oder hat auch die Fähigkeit, Guitar Pro Dateien und Noten zu lesen und die darzustellen. Ich meine sogar, ich habe mich damals, weil ich ja auch eine 8-Seite habe, Guitar Pro 5 kann keine 8-seitigen Gitarren darstellen. Das kann Guitar Pro 6, deswegen brauchte ich auch damals Guitar Pro 6. Und ich meine aber, Tux Guitar kann das sogar, dass sie 8 Seiten darstellen. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Ja, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall, Tux Guitar, das hat auch so einen kleinen Pinguin als Zeichen, ja, so wie das bei dieser Open Source Welt immer ist, mit diesem, ich sag jetzt mal, kleinen Linux, mit diesem Linux-Viech, so sieht's halt aus, aber das könnt ihr euch auf jeden Fall cool downloaden und könnt dann Guitar Pro Dateien halt öffnen. Ich habe sehr, sehr viele Noten, die ich im Internet oder von den Lehrvideos, die ich ja online stelle, habe ich Guitar Pro Dateien und die muss ich dann immer so in PDF erstmal umwandeln und es ist auf jeden Fall cool, wenn die Leute sagen, ja, kannst du mir bitte auch als Guitar Pro zuschicken, dann sage ich, geil, hier, zack, hast du die GP-Datei dazu. Und ja, Tux Guitar ist ihr könnt, warte mal, da gab es auf jeden Fall irgendeine Beschränkung. Ihr könnt, glaube ich, ihr könnt Lieder reinlesen, aber die nicht verändern. Irgendwas gab es auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall euch anraten, Guitar Pro zu kaufen. Das ist natürlich teuer, aber damit ist man einfach ein bisschen flexibler. Aber wenn man mal eben mal ein oder zwei Dateien lesen kann, dann ist Tux Guitar auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ne, das ist auf jeden Fall meine Beantwortung deiner Frage, Maximilian. Ja, Tux Guitar, ich nutze es quasi nicht aktiv, aber ich habe es schon vielen, vielen Schülern von mir empfohlen und kann es auf jeden Fall gebrauchen, aber ansonsten würde ich halt Guitar Pro empfehlen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, wünsche euch was. Ciao, ciao.